So, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute wieder zum Webinar Täglich neue Handelsanalysen, präsentiert von Tickmill. Ich hoffe, es funktioniert alles soweit. Es sollte alles laufen. Zoom läuft, Facebook läuft. Ich gehe gerade noch kurz in den Chat und schaue, dass ich hier noch die Fragen reinkriege. Und dann sollte das auch alles klappen hier. So, hervorragend. Ja, da sind wir auch schon. Okay, passt. Fragen habe ich da. Und dann können wir loslegen. Dann wie immer der kleine Risikohinweis. Ja, vor der Kür kommt die Pflicht. Handeln mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das kann im Extremfall sogar zum Totalverlust führen. Das bitte immer berücksichtigen. Handelt nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Ja, und ganz wichtig, die Analysen, die wir hier heute machen, sind keine Anlageberatung, sind keine Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, sondern repräsentieren rein meine subjektive Meinung. Und die Analysen, die ich hier mache, sind dazu gedacht, um euch ein bisschen zu zeigen, wie ich an den Märkten arbeite und was ich heute so für Chancen hier sehe. Und da sind wir heute an ein paar ganz interessanten Leveln in den Währungen. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Ja, schönen guten Morgen, Wolfgang, Ludger, Mio, Olaf, hallo. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Super, freue ich mich. Bin ja nicht umsonst zu früh aufgestanden. Okay, also was haben wir an Tagesnachrichten? Bruttoinlandsprodukt in der Schweiz hatten wir schon, kam um 7.45 Uhr, hat der Schweizer Franken nicht groß drauf reagiert. Ja, sieht man auch warum. Wir sind ungefähr so reingekommen, wie die Prognose ist, ein Ticken besser, aber nicht wirklich was Weltbewegendes. Wichtig wird es heute um 14.30 Uhr. Da haben wir Bruttoinlandsprodukt USA und wie jeden Donnerstag die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Und da wird im Moment schon intensiv drauf geschaut, ja, ob wir besser kommen als erwartet, ob wir schlechter kommen als erwartet. Besser als erwartet wäre sicherlich positiv für die Märkte. Wir sind momentan in Situationen, wo auch positive Wirtschaftsdaten für steigende Kurse sorgen. Häufig ist es in bestimmten Situationen so, dass positive Wirtschaftsdaten auch gerne mal negativ aufgefasst werden oder negative Reaktionen an den Märkten hervorrufen, weil dann einfach die Gefahr steigt, dass die Fed die Zinsen wieder anzieht. Das ist momentan nicht so. Ja, von daher wird es auch keine große Überraschung geben, wenn Paul spricht um 15.10 Uhr. Allerdings hat er angekündigt, dass er irgendwas Weltbewegendes sagen wird im Hinblick darauf, wie die Inflationsziele erreicht werden sollen. Da könnte vielleicht doch was kommen. Ansonsten ist heute noch Jackson Hole Symposium. Hatten wir ja gestern auch schon gesagt, hatten wir eigentlich nicht mit so viel Bewegung gerechnet. Aufgrund dieser, des Wartens quasi auf die Ergebnisse vom Jackson Hole. Aber gut, werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also heute Nachmittag auf jeden Fall Market Mover am Start. 14.30 Uhr wichtig, 15.10 Uhr wichtig. Ja, Fed ist im Prinzip immer wichtig. Schwebende Hausverkäufe ist auch wichtig. Die Housing-Zahlen waren zuletzt extrem gut. Wenn sich da jetzt abzeichnet, dass es deutliche Verschlechterungen gibt, dann könnte das auch negativ für die Märkte sein. Also heute Nachmittag können wir auf jeden Fall mit viel Bewegung rechnen und man sollte sehr, sehr vorsichtig sein mit allem, was man jetzt vielleicht am Vormittag aufbauen möchte an Währungspaaren, wo der US-Dollar enthalten ist. Da wäre ich etwas zurückhaltend. Ja. Okay, das ist für uns halt immer ganz wichtig zu wissen, was auf dem Plan steht und womit wir über den Tag hier rechnen müssen. Und von daher sehen wir jetzt hier, wir haben einen sehr entspannten Vormittag. Da ist nichts wirklich Wichtiges, kommt auch nichts aus Großbritannien oder so. Deswegen ist das britische Pfund nicht unbedingt der schlechteste Währungsmarkt, in dem man sich jetzt vormittags hier aufhalten kann. Ich habe auch
zwei Setups im Prinzip vom britischen Pfund hier mit. Wir haben uns das schon mal angeschaut, glaube ich, in dieser Woche sogar auch schon mit dem britischen Pfund gegen das japanische Yen oder gegen den japanischen Yen. Das haben wir jetzt hier offen in vier Zeitebenen, so wie wir uns das immer anschauen. Ja, hier oben links haben wir den Wochenchart, rechts oben den Tageschart und unten gehen wir dann in die Intraday-Charts, auf der linken Seite 4 Stunden, auf der rechten Seite Stundenchart. Ja, und wir sehen relativ deutlich, wir haben in allen Zeitebenen, 4 Stunden läuft ein bisschen seitwärts im Moment. Ja, der Stundenchart läuft auch seitwärts, ist aber noch aufwärts gerichtet vom Trendindikator her. Und auf den höheren Zeitebenen, Woche und Tag, haben wir hier einen deutlich aufwärts gerichteten Trendindikator in beiden Zeitrahmen im Prinzip. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was hier besonders interessant ist. Und das ist für heute hier auf jeden Fall diese bullische Flagge, die sich hier im Wochenchart jetzt entwickelt hat. Wir hatten so ein Setup ja schon aus dem Tageschart. Da sind wir aber oben an dem Widerstandsbereich wieder mal hängen geblieben, sind nochmal kurz nach unten rausgegangen. Gucken wir uns gleich mal an auf dem Tageschart. Aber auf der Woche ist hier jetzt erstmal wichtig, dass wir diese Seitwärtsrange haben. Jetzt inzwischen hier seit 3 Wochen durchgehend. Und im Prinzip gehört die vierte und dieser obere Teil der 5. Woche auch noch so mit in diese Flag mit rein. So eine Flag ist ein sehr schönes Korrekturmuster. Ja? Und zwar funktioniert das Ganze so, dass wir irgendwie idealerweise aus einem Aufwärtstrend kommen. Ja? Und dann kommt auf einmal ein Momentum in diese ganze Kiste. Und dann wollen wir sehen, dass wir hier über mehrere Tage, Wochen, was auch immer das ist, was wir uns hier anschauen, eine Korrektur sehen. Und diese Korrektur, die läuft idealerweise entweder so als schöne, klare Seitwärtsrange, das ist der Idealfall, oder die kann auch, wenn wir das Momentum gesehen haben, kann die auch so leicht abwärts gerichtet sein. Ja, das ist auch in Ordnung. Und dann haben wir diese Variante hier. Ja, das sind also immer diese beiden Varianten der Bull Flag. Diese parallel laufende, also diese Range, wenn wir das Ganze sauber in der Range sehen, das ist im Prinzip die beste Variante. Ja, warum? Weil der Druck auf der Unterseite nicht mal reicht, na, um hier neue Tiefs zu machen, sondern die Tiefs sind ungefähr auf der gleichen Höhe wie die vorigen. Ja, und das, worauf wir dann immer warten oder was wir dann sehen wollen, ist eben dieser Ausbruch nach oben. Und oft sehen wir diesen Ausbruch nach oben dann sehr dynamisch, ungefähr so dynamisch, wie die Bewegung reingelaufen ist. Ja, da kann man so damit rechnen, dass man vielleicht die Hälfte der initialen Bewegung hier nochmal oben draufsetzen kann und dann kommt man da so irgendwie zu den Zielen. Na, und das ist bei beiden das Gleiche. Ja, auch wenn wir hier rausgehen, würde ich immer erwarten, dass wir auch ein deutliches Momentum sehen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen. Ich handle nicht so gerne die Ausbrüche aus diesen schrägen Kanälen. Ich warte dann immer lieber, bis wir vielleicht über dieses Hoch hier gehen. Das ist dann die etwas aggressivere Variante. Oder über dieses Hoch hier, das ist dann die etwas defensivere Variante. Aber die Stop-Level sind immer recht klar. Die Stop-Level liegen unter der Flagge. Ja, egal, ob die jetzt hier seitwärts läuft oder ob die so leicht abwärts läuft, die Stops sollten dann immer unterhalb der Flagge liegen. Und wenn wir dann so ungefähr mit der Hälfte der Bewegung rechnen, von dieser initialen Eingangsbewegung, dann haben wir in jedem Setup, was wir hier traden können, ein Chance-Risiko-Verhältnis, was deutlich größer ist als 1:1. Das heißt, der Bereich, den wir verdienen können hier, ja, der ist größer als das, was wir für dieses Setup riskieren müssen. Und das sind immer die Idealvarianten, weil da brauchen wir am Ende nicht mal eine hohe Trefferquote, um mit solchen Setups Geld zu verdienen. Und man hat eben auch eine ganz klare Linie im Sand. Ja, es passiert natürlich auch mal, dass wir hier nach oben rausgehen. Ja, dann kriegen wir so einen kleinen Fehlbreakout und dann dreht der Kurs weg und kommt hier deutlich nach unten.
Und dann nehmen wir halt unser kleines Risiko, was wir hier haben, mit, schließen die Position im Verlust, ja, und dann hat sich das Ganze erledigt. Aber jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr vielleicht in 50% der Fälle richtig liegt und in 50% der Fälle verdient ihr hier so viel und in den anderen 50% verliert ihr diese kleinere Strecke, naja, dann habt ihr halt netto Geld verdient. Ja. Das ist am Ende immer das, worum es geht. Und ich in den einzelnen Trades, wenn die dann anlaufen, mache ich es immer ganz gerne so. Ich schaue mir natürlich an, ich zeichne das Ganze hier nochmal kurz ein. Ja, wir haben hier im Prinzip diese initiale Bewegung, laufen dann hier in diese Seitwärtsbewegung rein, in diese Korrektur. Ja, und jetzt ist es recht klar, wenn wir hier nach oben rausgehen, dann haben wir ja gesagt, wir erwarten ungefähr die Hälfte dieser Initialbewegung nochmal oben drauf. Ja, das wäre diese Strecke ungefähr. Mit der Strecke kommen wir ungefähr hier oben an diesen Widerstandsbereich. Ja, und das passt natürlich ganz gut, weil wir hier ganz klar sehen, hier liegen diese ganzen Begrenzungen von den Kerzenkörpern hier auf dem Wochenchart. Da hatten wir drei Situationen, wo hier oben immer wieder Verkaufsdruck reingekommen ist. Ja, dann sind wir einmal drüber gelaufen und in der Woche danach kam hier sofort auch wieder der Druck. Deswegen ist dieser Bereich wichtig. Deswegen muss man an diesem Bereich schauen, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass wir direkt in einem Zug hier oben drüber laufen. Ja, aber wenn wir dann eins weiterschauen und nochmal gucken, was haben wir denn da noch so an Widerstandsleveln oben drüber, na, dann liegen wir hier auch nochmal mit einem ähnlichen Level. Ja. Da haben wir also hier von hier immer die Verkäufer reingekriegt und hier eben auch wieder. Ja, das heißt, wenn wir über diese Hochs hier hinausgehen, dann haben wir oben so bei 146,50 bis 147 das nächste Ziellevel. Ja, das wären also zwei Ziellevel, die hier durchaus realistisch sind. Ja, und wenn wir uns das angucken, wie diese letzte Swing-Bewegung hier gelaufen ist, das ist nämlich diese. Ja, und würden die hier oben dranlegen in der gleichen Höhe, ja, dann kommen wir auch ungefähr in diesen Bereich. Also wir haben jetzt charttechnisch zwei Ziellevel bestimmt. Ne? Einmal dieses erste Widerstandslevel hier, dann einmal dieses zweite Widerstandslevel. Und die passen auch beide von der Entfernung ungefähr zu dem, was der Chart uns über die Swings, die er gemacht hat, hier hergeben würde. Ja. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem Tageschart an. Da gehen wir hier rein. So, da sehen wir, ich mache es mal direkt über die Plattform. Ja, da sehen wir, wir haben zwei wichtige Level. Einmal das hier, da hängen wir schon die ganze Zeit. Da haben wir jetzt aber gestern auch einen Ausbruch gesehen, der endlich mal hier oben drüber geschlossen hat. Ich vergrößere es mal ein bisschen. Ja, wir haben hier also endlich mal oben drüber geschlossen. Und das nächste Level, was jetzt interessant ist für einen Einstieg, wäre tatsächlich hier das Hoch von gestern. Ja, dieses Hoch von gestern, wir sehen direkt oben drüber, ist kein direkter Widerstand direkt an dem Level, sondern der Widerstandsbereich fängt hier an. Ja, so ein bisschen mit diesen Hochs und diesen Tiefs. Das ist so das erste Widerstandslevel. Aber das, was wir eben auf dem Wochenchart gesehen haben und was wir am Wochenchart als Level gesucht haben, das war dann eher dieser Bereich hier. Ja, so um 144. Das ist so das, was wir eigentlich sehen wollen. Ne? Weil wir haben natürlich, ich zeige es nochmal kurz, wir haben natürlich hier diese ganzen alten Support- und Resistance-Level. Das Ganze ist also auch eine Flip-Zone geworden. Ja, das war hier ein sehr, sehr wichtiges Level. 141, knapp über 141. Aber wenn wir uns anschauen, wie dynamisch die Bewegung hier durchgehämmert ist, ja, und sich dann im Prinzip überhaupt nicht mehr um diese Level gekümmert, dann ist es oft so, dass das abgefrühstückt ist und auch auf dem Weg nach oben
niemanden mehr so wirklich interessiert. Ja? Und dann kommen wir eben in die Situation, dass uns zuerst das wieder interessiert, wo diese Bewegung angefangen hat, ja? Nämlich das, was hier runtergelaufen ist, dass das dann auch recht zügig wieder nach oben läuft und wir dann eben erst hier in diesem Bereich die ersten Verkäufer kriegen, ja, die hier vielleicht wieder von oben auf den Preis draufdrücken. Ja. Ich mag das immer sehr gerne, ja, wenn Bewegungen so sehr schnell, sehr dynamisch hier entstanden sind, weil ich dann halt eine gute Chance habe, dass so eine Dynamik sich auch zur Oberseite wieder entwickelt, wenn der Kurs denn da einmal durchgeht. Ja. Aber wir müssen jetzt einfach ganz geduldig warten, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Wir sehen, dass wir in einem ganz klaren Widerstandsbereich hier sind. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn wir in dieser Zone hier hängen bleiben, ja, und nochmal eine größere Korrektur nach unten sehen. Vielleicht tatsächlich auch dieses Level hier nochmal testen. Ja, das, was uns hier schon mal auf dem Weg nach unten aufgehalten hat, dieses Level, dass wir das nochmal testen, durchaus möglich. Falls wir aber dynamisch und schnell nach oben wegziehen, könnte das gut sein, dass wir da auch deutlich Druck im Markt sehen. Und das ist eben nicht nur im British Pound, Japanese Yen. Wir haben auch eine gute Situation wieder im, ich hol's mal rein, ja, im British Pfund US-Dollar. Da haben wir hier den Wochenchart. Da sieht das Ganze ganz ähnlich aus auf dem Wochenchart. Wir haben auch hier diesen relativ eng begrenzten Flaggenbereich. Ja, die ganze Bewegung ist ganz ähnlich. Wir sind über diese letzten Hochs hier auch schon mal drüber hinausgegangen, haben da aber auch noch keinen Schlusskurs drüber gesehen und haben auch erst hier oben bei 1,35 dann das nächste größere Widerstandslevel auf dem Wochenchart. Ja, hier ist also im Prinzip auch noch deutlich Platz nach oben. British Pfund haben wir uns ja auch in der letzten Woche häufiger angeschaut und gesagt, hey, das ist ein interessanter Widerstandsbereich hier. Ich zeichne den nochmal ein. Das hier ist der Widerstandsbereich. Ja, der liegt hier an diesen alten Hochs. Und da sind wir eben auch häufiger hängen geblieben. Dann haben wir in der letzten Woche eine bärische Wochenkerze gesehen. Ja, sind hier deutlich gestiegen. Ich zeige einfach mal, wie der Verlauf dieser Kerze war. Ja, bis so Anfang, Mitte der Woche sah die Kerze so aus. Ja, ziemlich stark, grün, ordentliches Momentum drin, schöner Ausbruch. Ja, sah alles sehr, sehr bullisch aus. Aber dann sind wir innerhalb der Woche hier wieder komplett abverkauft worden und haben hier unten geschlossen. Das ist prinzipiell erstmal bärisch. Das heißt, wenn wir hier einen Ausbruch gesehen hätten nach unten, dann hätte das Ding richtig Gas geben können zur Unterseite bis in diesen Bereich hier. Das ist aber nicht passiert, sondern wir sind im Supportbereich hängen geblieben, sind wieder deutlich nach oben gekommen. Und jetzt müssten wir einfach mal schauen, was bietet sich denn hier auf dem Tageschart an. Ja, auf dem Tageschart sehen wir hier auch nochmal, wo diese ganzen Widerstände hierher kommen, wo die ganzen Verkäufer hier reingekommen sind. An der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Hier sind überall die Verkäufer reingekommen. Das ist genau der Bereich, an dem wir uns jetzt auch befinden. Und da sind eben hier auch schon wieder zweimal die Verkäufer reingekommen, haben für einen deutlichen Abwärtsdruck gesorgt, ein wildes Hin und Her hier im British Pfund. Und jetzt im Moment sieht die Situation folgendermaßen aus. Wir haben jetzt hier wieder so eine Bull Flag im Markt. Ja. Relativ eng begrenzt, ist schon fast ein bisschen zu lange, weil wir uns hier schon vorher seitwärts bewegt haben. Das ist natürlich nicht ideal. Die Idealvariante ist immer, dass wir hier die Fahnenstange sehen, zack, von hier kommen, dann die Flag machen und dann nach oben rausgehen und hier Dynamik bringen. Das ist hier auch in der ersten Sekunde passiert. Ne? Wir haben hier im Groben auch so eine Flag, sehen auch, wie hier die Dynamik reingekommen ist mit dieser ersten grünen Kerze hier. Aber wir sind halt recht schnell hängen geblieben, wieder deutlich abverkauft worden und jetzt hat sich hier so eine zweite Flag entwickelt. Das ist nicht die Idealvariante. Ja? Deswegen hatte ich für heute eher British Pfund, Japanisch Yen bevorzugt. Ne? Grund 1. Grund 2 haben wir gerade gesehen, heute 14:30 Uhr, wichtige Zahlen in den USA, kurz nach 3, der Powell sehr wichtig. Mit hoher Volatilität im US-Dollar zu rechnen. Und von daher ist es nicht ratsam, jetzt auf dem Vormittag hier eine Position aufzubauen
in einer Währung gegen den US-Dollar. Ja. Allerdings könnte natürlich auch Folgendes passieren, dass das Ganze für uns morgen dann sehr interessant wird, dass wir hier heute nochmal runterlaufen und dann innerhalb des Tages wieder stark schließen zum Abend. Ja, und wir dann morgen vielleicht nochmal ein schönes, engeres Breakout-Level haben hier. Das wäre so die Idealvariante. Ja, aber prinzipiell sieht es im Moment erstmal so aus, British Pfund ist weiter stark und es deutet sich an, dass wir hier gute Setups auf dem Wochenchart noch zu sehen kriegen. Ja. So, dann haben wir, man sieht das übrigens auch ganz schön im, ich gucke mal, ob ich den hier offen habe. Ja, man sieht das auch ganz schön im Euro-British-Pfund. Wenn wir hier mal auf den Wochenchart gehen, da erkennt man auch ganz gut die Stärke des britischen Pfund im Moment. Ja, wenn wir uns mal hier angucken, was wir hier haben. Wir haben hier einen Aufwärtstrend, ne, der ziemlich gut begrenzt eigentlich hier gelaufen ist. Und jetzt sind wir gerade hier im Rollover, sind dabei, so ein bisschen nach unten wegzukippen. Und das, was sich jetzt hier gerade neu entwickelt, ist ja im Prinzip ein fallendes Dreieck. Ja, das ist prinzipiell bärisch. Wir sind also wirklich gerade hier an so einem schönen Rollover-Bereich. Das, was hier entstehen könnte gerade, ist so ein Rounding-Top auf der Woche. Ja, und das sollte dann, wenn wir diese Level hier brechen, sich auch nochmal deutlich nach unten weiter ausbreiten. Ja, das könnte im ersten Anlauf bis hier reinlaufen, ja, bis an diese Kaufbereiche. Na, ihr seht schon, worauf ich immer achte. Ja, mich interessieren immer die Bereiche, wo wir hier deutlich Käufer reingekriegt haben, die das Ganze relativ schnell wieder nach oben getrieben haben. Da kann man davon ausgehen, wenn wir dieses Level nochmal erreichen, dass die Käufer dann hier auch wieder auftauchen. Ja, der etwas weiter entfernte Zielbereich wäre dieser hier unten. Die sind also durchaus beide möglich. Ja. Finde ich jetzt heute auch nicht so ideal, das Setup, weil der Euro eben auch immer sehr, sehr stark auf den Dollar reagiert. Ja, im Dollarindex 57% sind der Euro, hat also eine sehr, sehr hohe Gewichtung, läuft meistens genau umgekehrt zum Dollar. Und von daher muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil wenn sich nachher eine Neubewertung vom Dollar ergeben sollte am Nachmittag, aufgrund dessen, was der Paul von sich gibt, dann würde das auch zu einer Neubewertung des Euro führen und wahrscheinlich eher zu einer Neubewertung des Euro als zum britischen Pfund. Und von daher würde das hier dann eine Newsbewegung verursachen. Ja. Aber auf dem Tageschart prinzipiell Einstiegslevel für den Short liegt hier ungefähr. Wir sehen hier schön die fallenden Hochs. Ja, und das wäre also das, was charttechnisch hier im Moment am Bach ist. Ja, wir sehen auch der Trendindikator. Wir sind lange seitwärts gelaufen. Ne, das fällt immer sofort auf, dadurch, dass die Kerzen hier im Görstrend sehr, sehr, sehr klein sind, sehr flach sind, nicht wirklich Dynamik entfalten können, ja, wie das in so einer Situation hier oder hier war. Und da muss man einfach dann auch mit häufigen, schnellen Richtungswechseln rechnen, gerade in diesen Seitwärtsranges. Hier kann man also auch nochmal warten, ob sich das Ganze ein bisschen dynamischer noch nach unten entwickelt, bevor man Positionen aufbaut. Ja. Okay, das Zweite, was wir noch auf dem Schirm haben sollten für heute, ich habe es ja auch in die Beschreibung reingeschrieben, ist japanischer Yen. Aber den japanischen Yen nach Möglichkeit eben auch wieder nicht gegen den US-Dollar aufgrund der Nachrichten heute am Nachmittag, sondern eher gegen andere Währungspaare. Und da haben wir hier zwei auf der Uhr im Moment, und zwar einmal den australischen Dollar gegen den japanischen Yen. Ja, das ist auch immer noch das Setup, was wir uns jetzt hier seit 2 Wochen schon anschauen. Ja, ganz, ganz wichtig hier der Bereich auf Woche. Und wir sind jetzt hier auf Wochensicht auch über 3 Wochen hier in so eine Flagge reingelaufen. Ja, haben also hier 3 Wochen so eine Seitwärtsbewegung, ziemlich deutlich.
Und das ist also ähnlich wie das, was wir uns gerade im British Pfund angeschaut haben. Nur, dass die Eingangsbewegung nicht ganz so dynamisch ist. Auf der Tagesbasis, ja, sieht das Ganze eben so aus. Da haben wir dieses Dreieck hier. Und oben bei der 76,90 jetzt, das wäre quasi das Einstiegslevel, weil wir müssten sehen, dass die Kurse ganz klar über das Hoch von gestern gehen. Da waren wir einmal schon ganz kurz drüber, sind sofort wieder abverkauft worden. Und das Entscheidungslevel ist eigentlich dieses hier. Wir haben da zwei ganz wichtige Bereiche. Den und den. Ja. Und wir hatten hier schon den ersten Ausbruchsversuch, der ist gescheitert. Da sind wir nochmal 2 Tage deutlich abverkauft worden. Und jetzt sind wir hier im, naja, eigentlich schon vierten Versuch. Ne? Hier hatten wir auch schon nochmal einen Versuch durchzugehen. Jetzt sind wir hier im vierten Versuch, dieses Level zu nehmen. Und wenn wir da heute im Laufe des Tages oder auch im Laufe der Restwoche noch drüber gehen sollten, wäre das ein Setup. Hier ist es aber sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man das Ganze dann als Swing Trade begleiten möchte, darauf zu warten, dass wir auch einen Wochenschlusskurs über diesem Niveau bekommen. Ja? Wenn wir einen Wochenschlusskurs hier oben drüber kriegen, dann ist der Ausbruch tatsächlich nachhaltig und dann haben wir auch gute Chancen, bis in diesen Bereich hier zu gehen, ja, wo die große Abwärtsbewegung gestartet ist. Das wäre also, ja, dieser Zielbereich, wo diese letzte Swing-Bewegung hier gestartet ist. Ja. Was ganz schön ist, wenn wir hier oben drüber schließen, dass wir dieses letzte Hoch hier auch ganz klar auf Schlusskursbasis überwunden haben. Das ist nämlich bisher auch noch nicht passiert. Das bedeutet dann aber, dass hier langfristig im Prinzip der Abwärtstrend noch der Taktgeber ist. Und im Moment kämpfen die Bullen gerade darum, hier diesen Abwärtstrend aufzulösen und das Ganze doch deutlich weiter nach oben zu treiben. Und die Zielbereiche, die liegen dann, wie gesagt, hier oben so ungefähr bei 80 japanischen Yen. Ja. So, das wäre das Ganze im Australisch-Dollar-Japanisch-Yen. Und ganz ähnlich, ja, hatten wir uns ja gerade schon angeguckt, haben wir gesagt, Britisch Pfund eher stark, japanischer Yen eher schwach. Dann ergibt sich ganz klar auch noch diese Geschichte, hier haben wir es, ja, Britisch Pfund, Japanisch-Yen, das ist dann die logische Konsequenz daraus. Und damit sind wir wieder da an dem Bereich, mit dem wir angefangen haben gerade. Wir haben also ein starkes britisches Pfund. Wir haben einen relativ schwachen japanischen Yen im Vergleich dazu. Haben jetzt uns 2 Währungspaare angeschaut, jeweils britisch Pfund, japanisch Yen, britisch Pfund, US-Dollar und auch den Euro-Britisch Pfund, wo das auch nochmal gezeigt wird, dass der Euro relativ schwach läuft. Und hatten dann eben den australischen Dollar gegen den japanischen Yen, was dann aber auch bedeutet, dass der australische Dollar im Moment relativ stark ist. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, Euro-Britisch Pfund sind wir an einem Ausbruchslevel nach unten. Australisch-Dollar, Japanisch-Yen sind wir an einem Ausbruch nach oben. Wie sieht es denn dann aus, wenn wir uns den Euro-Australisch-Dollar anschauen? Ja, gucke ich auch mal, ob ich den hier drin habe. Ja, hier. Na, oh, sieht ganz ähnlich aus. Falls ihr euch von der ersten Woche, wo wir zusammen hier die Analysen gemacht haben, euch das Ganze nochmal anschaut, dann werdet ihr sehen, dass wir hier im Tagesbereich tatsächlich am Anfang vor fast 3 Wochen gesagt haben, hey, wir könnten hier in einen kurzfristigen Aufwärtstrend laufen, ja, nämlich von hier, ja, von hier mit einem höheren Tief und dann hier ein höheres Hoch bilden. Dann wäre das vielleicht sogar eine Situation, wo wir in einen Trendwechsel reingehen, ja, wo der Euro dann stärker wird als der australische Dollar. Und das wollten wir uns auch ein bisschen genauer anschauen und haben gesagt, das müssen wir auf der Uhr haben. Und dann haben wir uns aber direkt auch dieses Widerstandslevel hier angeschaut, und haben gesagt, das ist im Moment keine sinnvolle Situation, um hier direkt zu kaufen, sondern ein Kauf wird erst interessant, wenn wir über diese 1,6590 hier oben drüber gehen. Und jetzt guckt euch das an.
Wir sind jetzt 3 Wochen später fast. Ja, wir sind nicht über dieses Level drüber gegangen, können diesen Bereich hier nach rechts weiterziehen. Ja, wir haben es noch einmal, zweimal versucht, sind nicht oben drüber gegangen und sind jetzt in einer Situation, wo wir hier gerade nach unten ausbrechen. Ja, wir sind gerade dabei, unter diese letzten Level hier nach unten auszubrechen. Und wenn wir jetzt gucken, wo die nächsten Unterstützungslevel liegen hier unten, na, die sind dann in diesem Bereich. Das heißt, wenn dieser Ausbruch nach unten kommt, hier im Euro, Aussie-Dollar, dann haben wir durchaus Platz, dieses Level, dieses grün markierte Level jetzt hier nochmal zu erreichen. Ja, und dann hat sich's erledigt mit der Trendwende, weil dann laufen wir wieder hier in die alte Trendrichtung, nämlich abwärts. Na? Und dann ist die logische Schlussfolgerung daraus, wenn wir nach oben nicht rausgekommen sind, sind jetzt hier an einem Bereich des kurzfristigen Trendwechsels, dann sollten wir den unteren Bereich nochmal testen. Ja? Das wäre also die nächste Variante, die man hier traden könnte. Und dann kommen wir immer wieder auf die gleichen Ergebnisse. British Pound relativ stark, Aussie-Dollar relativ stark, Euro relativ schwach und japanischer Yen auch relativ schwach. Und das sind dann diese Währungspaare, die sich daraus ergeben, die uns dann die Möglichkeit geben, da auch mal was drauf zu handeln. Ja. Okay, dann hatten wir heute eine ziemlich reine Währungssession. Wir können ja noch mal ganz kurz auf die Indizes schauen für heute, was die gerade machen. Dafür gehen wir hier mal kurz auf die Indexübersicht. Ja, und da sehen wir die Outperformer der letzten Zeit. Die haben auch gestern wieder richtig Gas gegeben. Ja, der Nasdaq hat die obere Begrenzung vom Trendkanal erreicht. Wenn der jetzt hier sogar nach oben ausbrechen sollte, dann wäre das auch schon quasi eine parabolische Bewegung. Ja, das ist schon heftig, dass sowas dann in so einem großen Index kommt. S&P 500 hat sich nach dem Ausbruch übers All-Time-High hier schön weiterentwickelt. Saubere Trendfortsetzung, ganz hervorragende Gratulation an alle, die den Breakout hier gehandelt haben. Und das ist auch übrigens genau der Grund, warum man, auch wenn es eine Weile gedauert hat, an solchen Leveln auf der Lauer liegen sollte und All-Time-Highs durchaus auch kaufen kann. Das ist in Einzelwerten das Gleiche. Ich weiß, dass sich ganz viele Händler damit super schwer tun. Ja, so nach dem Motto, hey, wir sind jetzt so teuer wie noch nie. Ich hätte den ganzen Weg hier unten schon viel, viel billiger kaufen können. Jetzt kaufe ich auch nicht mehr. Aber schaut euch mal so wirklich gut laufende Aktien an. Schaut euch mal eine Facebook an, eine Adobe, eine Shopify, eine Amazon. Völlig egal. Wir haben massig gute Trendbeispiele im Moment. Und dann schaut euch mal an über die Vergangenheit, an wie vielen Stellen diese Aktien überall mal am All-Time-High waren und einen Ausbruch gemacht haben übers Allzeithoch. Und wenn ihr diese Ausbrüche nicht kaufen wollt, ja, dann kriegt ihr wirklich Schwierigkeiten, in starke Werte zu investieren, in starken Werten dabei zu sein. Für mich sind so neue 52-Wochen-Hochs sind absolute Kaufgründe. Ja, gerade wenn der Gesamtmarkt eben noch nicht so weit ist und wir haben Einzeltitel, die nach oben ausbrechen, dann ist das einfach nur ein Zeichen von Stärke. Und genau das ist eben hier auch passiert. Wir haben viele, viele, viele Indizes weltweit, die noch nicht im Ansatz an ihren März-Tiefs sind, an ihren Februar-März-Hochs sind. Und wenn wir dann die Indizes sehen, die hier recht frühzeitig ausbrechen, ja, mit Abstand der erste war der Nasdaq, na, der ist hier im Juni schon nach oben ausgebrochen, dann sollte man diese Märkte einfach kaufen, ja. Und schaut euch das an, hier jeder Bereich, wo einmal hier ein neues Allzeithoch gemacht worden ist, ja, das fing hier an. Na, dann haben wir die Aufwärtsbewegung gesehen, die Korrektur, dann haben wir hier das nächste Hoch gesehen, da ist man erstmal in eine Korrektur reingelaufen, aber wir sind trotzdem wieder höher gelaufen. Hier ist der nächste Ausbruch, ja, und dann haben wir im Prinzip hier jede Woche einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Na, haben dann hier wieder den Ausbruch gesehen aus dem Allzeithoch, wieder den Ausbruch übers Allzeithoch, hier den nächsten. Und so zieht sich das Ganze hier im Prinzip durch diese ganze Reihe nach oben. Und ihr habt die Möglichkeit darauf zu setzen, dass es nach so einem neuen Hoch ja Rücksetzer gibt. Das haben wir hier oft genug gesehen, dass diese Rücksetzer dann auch nochmal in die wichtigen Bereiche gelaufen sind. Na, hier das Gleiche. Aber dann wärt ihr jetzt hier in dieser Bewegung nicht mit dabei. Ja, und wenn ihr jetzt warten wollt, dann müsst ihr im Prinzip warten,
dass dieses Level hier nochmal getestet wird, ja, dass wir nochmal so in den Bereich 11,6 kommen, um hier die Position aufzubauen. Aber ich kann euch eins sagen, wenn die Retracements nicht weit genug laufen, ja, wie hier, wo man vielleicht unten nochmal einsteigen wollte, bei 11.000, wenn die nicht weit genug laufen, dann muss man sich gut überlegen, ob man dann nicht im nächsten Anlauf hier den Ausbruch einfach nach oben handelt. Ja. Nur schlicht, um dabei zu sein. Ja. Merkt euch das, wir wollen die starken Märkte long sein, wir wollen die schwachen Märkte short sein. Das sind im Moment die beiden Outperformer hier, die beiden super starken Märkte. Ja, gucken wir uns den DAX an. Der schwächelt hier immer noch am Widerstandsbereich. Ja, der kommt einfach nicht dynamisch über diese wichtige Tageskerze hier, diese wichtige Umkehrkerze. Da hängen wir die ganze Zeit in der Preisrange und das Ganze wird eben auch erst dann wieder etwas bullischer, wenn wir hier über die 13,3 gehen. Ja, also es ist nach wie vor nicht der Markt, den man long sein sollte, wenn wir so viele schöne andere Möglichkeiten haben zu handeln. Ja. Gut, aber prinzipiell sieht das Ganze bullisch aus. Ja, der Schweizer Index, der SMI, der kämpft hier immer noch mit diesem Dreieck. Wir haben viele Märkte, die noch kämpfen. Ja, der australische, der kämpft jetzt auch schon seit über 2 Wochen hier mit diesem alten Hoch bei 6,2. Der kommt da auch nicht wirklich weiter. Der japanische Index, der Nikkei, der kämpft hier mit dem Hoch, der kommt nicht wirklich weiter. Also die einzigen, die so echt weiter bullisch aussehen, sind einfach die Amis. Aber die sind halt treibende Kraft an den Indizes. Alle Augen sind nach Amerika gerichtet, wenn es ums Handeln von Indizes und Aktien geht. Ja. Okay, das wäre es dann soweit für heute gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen quasi zu meinem Abschlusstermin am Freitag hier nochmal dabei seid. Ab der nächsten Woche ist der Mike wieder für euch da. Würde mich freuen, euch morgen nochmal hier zu sehen, 8.30 Uhr mit der Wochennachbearbeitung. Und dann schauen wir auch nochmal, was wir für einen Wochenausblick für die kommende Woche kriegen über die längerfristigen Charts. Und da sind dann bestimmt auch noch die ein oder anderen netten Ideen mit bei. Gut, bis dahin wünsche ich euch für heute erfolgreiche Trades. Sagt bis morgen, macht's gut und bye bye.